So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Trendspot Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Es hat immer noch nicht geklappt, das mit den Öl, ich sage jetzt mal Ölbaronen, und ich sage jetzt einfach mal, gut, scheiß drauf, wir haben hier drüben noch eine kleine Ölfirma, wo wir jetzt einfach mal hinfahren werden. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hier unten kann sowieso kein Schiff lang, ist alles viel zu niedrig, da können wir hier einfach was... Einfach mal schnell drüber fahren. Und ja, gut. Wie gesagt, erstmal herzlich willkommen wieder hier zurück. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja irgendwas in die Kommentare geschrieben, was ich letztes Mal falsch gemacht habe oder sowas. Was da vielleicht was ändern wird. Da wäre ich sehr, sehr zufrieden, sehr, sehr glücklich. So, wenn, Gott verdammt, ich meine Maus spinnt. Wenn ihr da mir irgendwas irgendwie mal helfen könnt. Denn sowas kotzt mich schon irgendwie ziemlich an. Was da sein könnte. Krümmung zu groß. Ja, warte mal. Dann gehen wir noch ein Stück zurück. Dann können wir nämlich die Krümmung perfekt nicht, aber gut machen. Ja. So. Dann lassen wir den Zug hier jetzt einfahren. Und von hier aus... Vielleicht klappt das ja dann... Gehen wir hier hin. Müssen wir bloß den Zug wieder umbauen. Und von... Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hinfahren. Wir fahren hier hoch. Sagen wir dann okay. Das Rohöl kommt mit hier hin. Und von hier hin wird das auch hin. Ne, hier nicht. Wo wird denn... Hä? Wo wird denn das Futter hin verteilt? Linie 5. Das geht nach unten. Das geht hier hin, okay. Da können wir aber gleich mit dem Dings hinfahren, das bringt irgendwie nichts. Und die Linie 3 ist nach oben. Ach, das ist die Linie, okay. Und da könnte man sagen, von der Linie 3 könnten wir einen Güterverkehr machen bis in die Stadt hinein. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir hier überhaupt, hier müssen wir uns auch gleich mit drum kümmern. Wir haben hier noch keinen Güterhof. Dann müssen wir eben hier mal kurz einen Güterhof bauen. Dort, wo Dings gebraucht wird. Also hier rein hin. Ist relativ gut. Viel ändern tut es nicht. Deswegen bleiben wir dabei. So. Und hier oben noch einen Güterbahnhof hin. Straße. Nee, Straße nicht. Das. Ja. Yeah. Habe ich mich jetzt wundgeredet. So. Dann können wir diese Bahn sagen, okay, die soll bitte verkauft werden, weil das überhaupt nicht bringt auf dieser Strecke. Linie 8 müssen wir mal verkaufen. Die macht 1 Million minus. Ab, weg mit dir und danach wirst du gelöscht. Fahrzeug auf der... Okay, da sind wohl noch... Ach nee, hier. Die. Wird gelöscht, genau. So, und dann müssen wir eine neue Strecke erstellen. Und das wird jetzt ein bisschen noch... Naja, kompliziert ist es nicht, aber... Wir müssen uns erstmal reinputzen. Dann haben wir Straßenfahrzeugdepot. Kaufen uns für für das hier. 1, 2, 3... 19. Den müssen wir auch noch hier drauf machen. Und dann gehen die alle auf eine neue Strecke von hier. Das geht ja zum Beispiel nicht. Leider. Ach, was? Achso, hier müssen wir auch noch ändern, ja. Obertriebs geht raus. Dann machen wir das hier. Untertriebs. Dann haben wir noch die Linie 3, die ein Problem hat. Die darf bis hierhin fahren, bis Obertriebs. Und auf die Linie 3 kommt jetzt unser, das haben wir schon drauf, unser Vandal. Und unser Vandal, der soll kein Rohöl mitnehmen. Können wir es jetzt noch ändern? Ja. Nee. Ich glaube, da wird schon wissen, was er mitnehmen soll. Wenn er es überhaupt kann.
Ist jetzt die große Frage. Aber ich glaube mal, er kann das. Und ich rede so viel, dass mein Mund eigentlich schon wieder fusselig ist. Unser Radar kann Treibstoff fahren. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht kaufen wir uns einfach mal einen neuen Vandal. So. Die verkaufen wir. Der wird auf die Linie 3 zugewiesen. Und den hier verkaufen wir. Da er schon 10 Jahre alt ist. So. Dann müssen wir noch der Linie hier unten Bescheid sagen. Machen wir jetzt. Alter, jetzt geht es los. Linie 11. Und zwar von hier aus soll er hier hinfahren. Da fehlt uns elektrisch. Das machen wir gleich. Und von hier aus soll er dann hier hochfahren. Sind nicht miteinander verbunden. Da wird irgendwo kleines Problem vorliegen wieder. Ja, das war mir klar. Also war mir schon zum Teil irgendwie klar. Kompliziertes. Und irgendwo auf der Strecke gibt es noch keinen Strom. Anscheinend. Hä? Doch. Hä? Okay, gut. Jetzt gucken wir mal aus Probabilität. Wir haben ja vorhin nochmal einen neuen Zug bekommen. Ob der Zug vielleicht noch ein kleines bisschen schneller ist. Der ist 100 km/h schnell und das Krokodil nur 75. 300 PS. Okay. Gut, dann verkaufen wir uns ein Krokodilchen. Was irgendwo auf der Strecke 11 rumhängt. So, den verkaufen wir uns. Auch wenn das Krokodil ein schöner Zug ist, finde ich. Aber wir wollen natürlich ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Kaufen uns den hier, wo wir kein Geld mehr haben. Ach du Scheiße. Gut, okay, wir müssen jetzt erstmal laufen lassen. So, kurz auf Pause gemacht. Wir sind jetzt so weit, dass ich jetzt sagen kann, okay, wir können den Zug losschicken. Und ich habe echte Panik, dass der Zug irgendwie nicht will. Wir müssen jetzt bloß noch die... Wir müssen das mal kurz ein bisschen farbig machen. Rot. Auf die rote Linie 11 schicken. Wir hoffen, dass alles gut geht. Sagt er jetzt, wir benutzen die Linie? Nein. Der will mich doch verarschen, oder? Der will mich doch am... lecken. Doch, Produktion! Ist am... Ja! Die Produktion ist am Laufen. Leute, wir haben es fucking Gott geschafft, heute die Produktion der ersten Ölquelle zum Laufen zu bringen. Die hier wurde gesagt, jo, bringt man uns Öl her und von hier aus geht es dann mit dem Schiff weiter. Oh, ist das geil. Das freut mich gerade so extrem. Der Bahnhof ist ein kleines bisschen zu klein, ist mir zum auch egal. Und wir lassen ihn mal kurz hochfahren. Einfach mal nur so, damit er mal die Strecke kennenlernt. Dann werde ich die nochmal kurz umdrehen, damit gesagt wird, ja, also gehen wir bitte nochmal Öl holen und schafft das dann weg. Und ja, ist das geil, Leute. So, jetzt ist mir noch eine Langzeit eingefallen. Scheiße, Mansi, du wolltest doch eigentlich dich um die ganzen Straßenverkehr und sonst was alles kümmern. Der ÖPNV Ulm. Neu-Ulm ist ja auch relativ gut dabei, finanzenmäßig ist auch sehr gut unterwegs als ÖPNV. Und ich würde einfach mal sagen, wir löschen einfach mal diesen ÖPNV und gehen einfach mal auf den ÖPNV in Richtung Schienenverkehr. Ich habe jetzt eine lange Zeit noch zugeguckt mit den ganzen Straßen und so. Mit Busspur gibt es jetzt auch noch.
Und ich würde mal sagen, wir bauen einfach mal beides hin. Damit wir es einfach mal haben. Obwohl man hier nichts sieht. Vielleicht müssen wir auch mal die Straßen ein bisschen größer machen. Verdammt, ist das ein... Ist das... schon alles gut. So, Zauberstift. Alles hier ein bisschen schicker, neuer und größer machen. So, dann haben wir mal die Straße. Wir haben ja jetzt den Typ T1. Da passen wie viele Leute? 16 Leute rein. Da würde ich sagen, kauf mal davon 3 Stück hier in diese Stadt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, ÖPNV Neu-Ulm. Und auf der Neu-Ulmer, was ich eigentlich hätte davor machen müssen. Müssen jetzt die restlichen Fahrzeuge, die ganzen alten Fahrzeuge, genau die hier, alle ins Depot verkauft werden. Auch wenn sie vielleicht nur noch Barset oder sowas bringen. Das ist relativ sturzpiep egal. Also 1,1k. Ist schon okay. Ich habe jetzt hier einigermaßen alles so mit Busspuren und sowas ausgebaut. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus, weil die Autos auf der Busspur bleiben können, dürfen und sollen. Weiß ich jetzt nicht, wie man das ausdrücken soll. Und so eine mittlere Straße wollte ich jetzt auch nicht in die Stadt reinbauen, obwohl es vielleicht besser wäre. Wir gucken mal kurz hier an so ein kleines Stück. Halt, das war falsch. Wir wollen die Straße vergrößern. Bau nicht möglich. Überall der Bau nicht möglich, außer hier. Gucken wir uns das mal an. Es wäre schon anders. Ich glaube mal, wir bauen es doch schon. Jedenfalls hier, wo die Busbu überall ist, so aus. Bau nicht möglich. Soweit der Bau es möglich hält, bauen wir es aus. Und wir müssen noch vielleicht ein, zwei Straßenbahnen Stellen hinbauen. Müssen wir gleich mal gucken. Jedenfalls haben sie nicht gemeckert, jo, es gibt eine Bahnhaltestelle, die wir nicht erreichen können. Das gibt es zum Glück nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo überall jetzt hier eine Haltestelle ist. Hier hinten kann noch eine hin. Da, das sieht man auf den ersten Blick, dass da noch eine hin kann. Dann haben wir hier hinten haben wir noch überhaupt keine. Außer die hier. Dann kann hier noch eine hin. Dann machen wir hier am besten noch eine hin. Ja, ich glaube, es ist schon relativ gut verteilt. Ich würde hier in der Stadt leben wollen. Es ist gut geordnet. Jetzt löschen wir am besten mal kurz sämtliche Haltestellen. Damit wir uns einen ordentlichen Fahrtweg jetzt ausruhen können für unsere Bahn. So, dass die überhaupt nicht drehen muss oder sonst irgendwas, aber ich glaube mal, das haben wir locker flockig gut geschafft. Und da wäre der erste ÖPNV wieder auf neuem Gleise unterwegs. Und ich würde mal sagen, was mit diesem Part. Wenn ich der ganze Part gewonnen habe, gibt nur noch oben, wenn ich einen Daumen nach unten schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr immer ins Wort. Ciao, ciao.